Hallo und herzlich willkommen, hier ist Bea von gamers-panels.de und ich habe heute mal das Indie-Spiel Over the Alps für euch mit dabei, in dem wir 1939 einen Geheimagenten spielen, der über die Alpen reisen muss, weil er da einen bestimmten Fall zu klären hat und das Ganze wird quasi über Postkarten gespielt. Wie das nun aussieht, zeige ich euch gleich. Vorab schon mal, ich habe es schon mal ein bisschen gespielt, nicht sonderlich weit, aber ich denke für ein Let's Play mit euch ist es super geeignet. Das hier ist auf jeden Fall schon mal das Startmenü. Ich wundere mich, weil die Musik weg ist, die übrigens ziemlich cool ist, aber offensichtlich verschwunden ist. Gut, wie ihr seht, es ist ein bisschen schwierig herauszufinden, was wirklich Menüpunkte sind, weil erst wenn man etwas drückt, wird tatsächlich was gezeigt. Diese Postkarte hier oben stellt tatsächlich das neue Spiel dar, das wir jetzt zusammen spielen. Ich denke, ich werde es vermeiden, die Postkarten vorzulesen, wohl aber die Antworten, die wir dann wählen. Okay, dann drücke ich mal drauf und ihr lest fleißig mit. Genau, das sind die Fälle, die es dann gibt. Bisher können wir den Fall Vercolli spielen und ja, der uns zum Teil nach Italien führen wird. Ich bin gespannt, was uns diese Reise passiert. Genau, es gibt immer noch mal so einen Überblick. Hier seht ihr, das Ganze spielt am 29. August 1939. Wir wissen, das war eine sehr beschissene Zeit für die Welt. Wir stehen im Grunde kurz oder sind mittendrin, wie auch immer. Nazi-Deutschland ist allen ein Begriff. So, hier geht es immer noch mal so ein bisschen rum. Hier Mussolini wütend über gewagten Gefängnisausbruch. Das sind nämlich einfach Häftlinge geflohen und Mussolini findet das scheiße. Gut. So. Das ist die Postkarte. Ihr seht rechts immer den Protagonisten, der gerade spricht oder die Hauptrolle spielt. Je nachdem, welche Antworten wir treffen, verändert sich auch sein Gesicht. Und links können wir die Briefmarken draufkleben. Das sind auch immer ganz verschiedene. Jetzt erstmal natürlich der Anfang. Deswegen gibt es nur eine zur Auswahl. So, Aubrey, ich habe die Anblicke und Gerüche Mailands genossen, mein Freund. Eine tolle Stadt. Egal, was Mussolini mit dir anrichtet. Und jetzt entscheiden wir mit den verschiedenen Marken, wie wir sein wollen. Wir können geheimnisvoll sein, bisschen zu Scherzen aufgelegt oder brav. Ich denke, wir spielen diesmal die geheimnisvolle Karte. Ich werde dir nicht genau sagen, was ich vorhabe. Die Zentrale hat schon genug gegen mich, denke ich. Aber es sollte keine dieser schmutzigen Konsequenzen geben, die unsere Vorgesetzten so sehr ablehnen. So, hier kommen jetzt auch tatsächlich neue Karten rein, zum Beispiel die Gewaltkarte, die finde ich doof, die Gentleman-Karte und wieder die geheimnisvolle Karte. Ich denke, wir spielen nochmal die geheimnisvolle Karte. Und dann gibt es auch hier oben genau die Notiz, dass ich jetzt dadurch durch meine Entscheidung ein manipulativer britischer Geheimagent bin. So, dann fahren wir nach Riva San Vitale und gucken, was uns auf der Reise dorthin passiert. So, der italienische Schachzug. Akt 1. Genau, er regt sich ein bisschen darüber auf, dass der Expresszug trotzdem 49 Mal angehalten musste. Und tatsächlich lernen wir nebenbei ein Fräulein kennen. Ich warte ein bisschen, bis ihr das gelesen habt und lese es nebenbei selbst. Ich guck mal ganz kurz, ob ich nichts in den Einstellungen ändern kann. Coole Sache.
Das heißt, ihr kriegt gerade diesen sensationellen Soundtrack überhaupt nicht mit, weil er irgendwie nicht geschnitten wird. So. Das Fräulein sagt, das wird sich bald ändern und wir suchen nach einer Alternative. Denk, wir nehmen die Katze. Erstmal ignorieren. Genau, sie stellt sich trotzdem vor. Und wir nehmen wieder die Katze. Und damit bin ich ein Flegel. Super. Wir können jetzt mit ihr Smalltalk betreiben. Oder wir nehmen die Katze. Ach, das Fräulein findet uns unsympathisch. Okay, cool. Wir verbrachten den Rest der Reise in Stille. Ja. Sind wir erstmal gereist und sind in Riva San Vitale angekommen. Und jetzt schaue ich noch mal. Das ist das Tagebuch. Habe ich Markenheft Heftchen bekommen. Fräulein Wolf hasst uns. Okay. Komme ich hier ins Menü? Nee, aber das ist die Karte. Da können wir sehen, dass wir schon mal von Cerso nach Riva San Vitale gefahren sind. Okay. Ist das vielleicht das Menü? Nein? Okay. Dann gucke ich mir das dann nochmal mit euch an, im nächsten Teil sozusagen. Schreibt er eine neue Karte an Aubrey, dass er das Fräulein wiedergesehen hat. Ein bisschen sind die Antworten, finde ich, nicht immer passend. So. Wir waren ja vorhin so scheiße. Also sind wir jetzt doch mal ganz der Gentleman. Das hat sie jetzt trotzdem nicht dazu geführt, dass sie uns cooler findet. So. Mal gucken, wir sollen jetzt zur Meliden-Kreuzung fahren. Auto stehlen wollen wir nicht. Wir probieren mal das Ruderboot. Ich habe beim letzten Mal das Auto gestohlen, das war nicht so cool, deswegen probieren wir das mal. Was macht die Katze? Du verhältst dich sehr überheblich. So, wo kommen wir jetzt an? An der Melide-Kreuzung. Okay. Das ist jetzt auch tatsächlich der nächste Tag, 30. August 1939. Hitler erneuert Versprechen, nicht in die Schweiz einzufallen. Ja, der Gute. Und sind in einem wunderhübschen Hotel angekommen. Was macht die Katze? Wir nehmen mal den Gentleman. Ah, der Italiener vertraut mir, war also die richtige Entscheidung. Smith?
Nee, wir nehmen hier die hier. Wir wollen ihm mal nicht unseren richtigen Namen verraten. Und jetzt? Hier? Na gut. Dann reisen wir nach Lugano weiter. Wir haben die Möglichkeit, per Anhalter zu fahren. Immer ein bisschen gefährlich. Oder wir laufen. Ach komm. No risk, no fun. Wir reisen per Anhalter nach Lugano. Entschuldigt bitte, falls ich das nicht richtig ausspreche. Ich kann keine Italienisch. Vielleicht ist es auch Lugano? Ich weiß das nicht. So, ich bin's wieder, Aubrey. So. Ah, ein Arzt hat uns gefahren. Okay. Wir verstanden uns auf Anhieb. Die politische. Gut, wir nehmen mal das hier. Wir versuchen mal zu graben. Okay. Jetzt sind meine Erfahrungen nach froh darüber, wenn die Welt bergab geht. Ich glaube nicht. Ich glaube, gerade 2020 sehen das die Ärzte anders. Fragen mal, wo er hinfährt. Ah ja, er hat uns zum. Er hat uns zum Bahnhof gebracht und natürlich, siehe da, Fräulein Wolf wartet da schon. Allein hier, mein Darling. Ja, wir sagen zum Fräulein, mein Darling, es ist nicht so, wie Sie denken. Lasst uns das nehmen. Oh, ich bin jetzt faszinierend. Coole Dings hier. So. Das will mich schlagen, okay. Wir spielen mal die Frau. Also das hier, ich drehte mich um und rannte zum Zug, hat bei meinem letzten Dings eher nicht zu Vorteilen geführt. Wir fragen mal Herr Schweiger, ob er uns helfen kann. Oh, ich wurde festgenommen. Na toll. Ich denke, dass ich an der Stelle wahrscheinlich machen kann, was ich möchte und immer festgenommen werde. Dann bringt mich jetzt eben die Polizei nach Rivera. Na los. So. Was macht die Katze? Ich nehme mal die Katze.
Polizei hat mich jetzt also in irgend so ein Dorf geschleppt. Und ja, mal gucken, was hier so passiert. Wir sind jetzt offensichtlich in einem Bierhaus und wir fragen mal, ob wir auch eine Zigarette bekommen können. Wir sind jetzt melodramatisch. Ach, sag bloß. Ich schieb das mal auf die Deutsche. Ja, vielleicht helfen Sie mir dann. Fragen mal, was er hiermit meint. Bei der Mission? Oh. Okay. Offensichtlich war dann der Typ, den wir gefunden haben, eben nicht unsere Kontaktperson. Ich verließ das Dorf zu Fuß. Ich da ein Polizeifahrrad. Wir hatten das ja vorhin schon, ne? Wir stehen jetzt mal das Polizeifahrrad. Ist ja sonst auch langweilig. So. Wer ist jetzt schuld? Naja, ich eigentlich. Nee, ich nehme mal das hier. Wir vertuschen. Aber okay, es ist hier immer so ein Feldbericht zwischendrin, der halt ab jetzt kommt. Ich habe keine genaue Ahnung, was er mir sagen möchte. Aber wir sind wohl ganz guter Dinge und die Polizei weiß zwar, wo wir sind, aber noch nicht so. So. Jetzt habe ich hier so eine Hütte gefunden. Ich nehme hier die Katze.
So haben also Entscheidungen einen Einfluss drauf, okay? Wir nehmen mal nicht mehr das Fahrrad, sondern laufen runter. Oh, du bist jetzt recht unwiderstehlich. Na dann. Ja, auch hier wieder erfolgreich der Polizei entkommen. Cool, also was auch immer wir gerade tun, es ist richtig oder gut. Okay, und wir haben den 31. August 1939. Die Sowjetunion bestätigt Nichtangriffspakt mit Deutschland. Ja, damals war das noch der Nichtangriffspakt. So, und zwar fährt der Bus jetzt erst los, wenn ich soweit bin. Das heißt, ich kann hier mir alles nochmal angucken oder ich fahre mit dem Bus los. Und ich denke, dass ich einfach mit dem Bus weiterfahren werde. Ich nehme den Bus. Natürlich nehme ich den Bus. Ich fahre doch jetzt nicht. Ich laufe doch jetzt nicht zu Fuß da lang. Wir nehmen uns ganz nett. Komischer Mensch, aber wir sind gleich in Berlin-Sonne angekommen. Gucken mal, ah, die Route war riskant. Und wir sind wieder entkommen. Notiz, die Polizei hat dich gefangen. Hä? Wieso? Wieso zeigt mir denn aber dieser Bericht, dass ich entkommen bin und dann sagt es, es hat mich gefangen? Okay. Ah, die Zentrale findet meine Arbeit scheiße. Okay. Okay, das ist dieses Schloss. Ich verhalte mich sehr ehrenhaft. Wie ein britischer, echter Geheim-Dings, Spion, Agent sich so verhält. Hier. Uns kann gar nichts passieren. Ich wollte sie stehen. Na, na, da. Lag auf der Lauer. Ich war noch nicht bereit. Ja. Wir machen mal den britischen Gentleman. Oh. Ich hab versagt. Okay. Ja.
Wir probieren mal die Katze. Ich habe ihm ja eigentlich nie meinen Namen gesagt. Cool, haben wir also dieses Fräulein wieder getroffen, das uns jetzt doch hasst. Und wir probieren nochmal unser Glück im Schloss, an das ich ja alleine noch nicht so richtig zurechtkam. So. Wir probieren mal unser Glück. Wir gehen nicht durch die Büsche, wir gehen mal vorne rein. Das zieht. Ja, wir nehmen das. Ich-Botschaften sind ja prinzipiell in Konflikten besser als Du-Botschaften. Geklappt? Ha! Das hat offensichtlich geklappt. Sehr gut. Probier das mal, obwohl er mir das überhaupt nicht gesagt hat in diesen. Okay. Okay, Mädchen gerettet. Und jetzt fahren wir irgendwo hin. Okay, die Fräulein Wolf ist echt nicht so sauber irgendwie. So, jetzt fahren wir weiter bis nach Biasco. Und wie sieht's hier in der Analyse aus?
So, hier, jetzt sag's mal wieder, ich bin entkommen. Okay. Wir sind mal ehrlich. Und bleiben weiterhin ehrlich. Probieren mal den Gentleman. Mal sehen, ob uns das was bringt. Sehr gut. Beim letzten Mal hat sie mich tatsächlich sitzen lassen. Verrat und doppeltes Spiel. Akt 2. Sehr gut. Und bevor wir hier weiterspielen, danke ich euch fürs Zuschauen. Schaltet auch morgen wieder ein zur zweiten Folge von Over the Alps. Immer noch die erste Story. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut doch mal bei uns vorbei auf www.gamers-palace.de. Ich würde mich über einen Kommentar zum Video freuen, ein Abo, einen Daumen, ein Like, ihr kennt das. Und dann danke ich euch und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.